Schmitty, Schmitty, Schmitty ist am Start. Schmitty, Schmitty, mit Brille ohne Bart, yeah. Schmitty, 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 Schmitty. Danke, Leute. Vielen, vielen Dank. Danke, danke. Ja, ich muss ja auch sagen, ich hatte vor ein paar Wochen Klassentreffen. Ich liebe Klassentreffen. Wir hatten 10-Jähriges, ich bin 32, das passt schon. Und ich, bevor ihr jetzt rechnet, nee, ich liebe Klassentreffen. Ich bin öfter da. Ich bin dreimal sitzen geblieben, das muss man dazu sagen. Und ich gehe da gerne hin. Ich mag das. Du triffst die Leute, die du schon früher gehasst hast. Das ist wunderbar. Und man überlegt so, was die Leute gemacht haben. Auch die Lehrer, die freuen sich immer zu sehen, was machen die anderen Schüler oder was ist aus denen geworden, besonders die Schlechten. Und ich kann mich noch erinnern, wir hatten einen richtig schlechten Schüler so. Und der steht dann da, Lehrer geht hin, und was machst du heute? Und er so, naja, ich habe mein Abi nachgeholt, ich habe Medizin studiert, ich bin jetzt Arzt. Und alle so, krass, alle sind still. So die ganzen Fliesenleger so, krass, der? Und ich daneben so, krass, Fliesenleger, krass. Und ich gehe zu ihm hin, ich so, jetzt mal ohne Scheiß, du bist nicht wirklich Arzt. Und er so, doch, doch, ich bin Arzt. Ich so, was für ein Arzt bist du? Und er so, ja, ich bin Proktologe. Wir wissen alle, was die machen. Deren Kerngeschäft sind Arschlöcher. Die kümmern sich einfach, die pflegen Arschlöcher, das ist deren Job. Und ich dachte mir so, okay, warum nicht? Ich meine, muss ja einer machen und wenn er Spaß hat, umso besser. Und ich habe mir dann so vorgestellt, allerdings, wie im Studium dieser Punkt kam, wo er sich gedacht hat, Herzchirurgie, nee, 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 nee. Ich mache lieber, das ist besser, Rosetten sind mein Ding. Ich spüre das. Und das ist okay. Ich meine, das ist eine bewusste Entscheidung. Ist ja nicht so, dass irgendwann gelost wird, so nach 20 Semestern, okay. Und der nächste ist Proktologe. Glückwunsch. Wollte ich gar nicht. Können wir tauschen? Nicht? Okay. Ist eine bewusste Entscheidung. Bei dem Thema, wenn überhaupt, dann nur die Frauen lachen. Die Männer aber so, haha, ja. Muss ich nächste Woche wieder hin. Gibt ja diese legendäre Untersuchung beim Urologen. Die ist ja, ich glaube, der korrekte Fachterminus ist und das war's. Ist P und 6F, das ist die. Ich meine, diese Untersuchung, wir kennen sie, also die, ist das übrigens, ist das die einzige Möglichkeit, um das zu gucken? Es gibt keinen anderen Weg außer so. Wir haben 2017, wenn ich in Urlaub fahre auf einen anderen Kontinent, da kann ich mit meinem Handy per App zu Hause die Fenster auf und zu machen. Das geht. Aber hier so, tut mir leid, so weit sind wir noch nicht. Und dann, die fühlen nur, nicht mal ein Bild. Es ist einfach nur so, ja, ja, passt schon. Das ist, ich weiß nicht, diese Untersuchung, ich glaube, dass das überhaupt, das, und das ist, ich glaube, das ist alles nur ein Riesenscherz von den Krankenkassen. Fertig. Das war bei der Techniker eine scheiß Weihnachtsfeier. Am nächsten Tag, Montag im Büro, steht einer auf. Leute, ich habe eine richtig geile Idee. Schreib auf. Es muss so gewesen sein. So, schreib auf, wir machen eine Untersuchung für Menschen ab 45, die kriegen den Finger in den Po. Wir machen das einmal im Jahr, die kriegen so ein Checkheft, damit die Demütigung perfekt ist. Dann kriegen die einen Gutschein für 20 Euro. Okay, wir machen nur Männer, das ist witziger. Und dann gucken wir einfach mal, wer kommt. Ich weiß nicht, und dann liest du das und denkst du, soll man das machen? Da steht irgendwas mit Krebs, dann kriegt man Angst und dann überlegst du so. Und ich habe Angst vor dieser Untersuchung. Ich habe richtig Schiss. Ich habe richtig, richtig Angst. Aber nicht, dass es irgendwie unangenehm ist oder peinlich. Ich habe Angst, dass es mir vielleicht gefällt. Das weiß ich jetzt nicht. Das entscheidet sich genau daran. Du kannst nichts dagegen. Du willst es natürlich nicht. Du gehst da nicht rein und sagst, hoffentlich ist das Hobby, was ich nie hatte. So ist es nicht. Du gehst da rein, so, hallo Herr Doktor, ja, mein Heft, okay. Machen Sie bitte schnell, ich will den Gutschein. Dann stehst du da so, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, scheiße, ich mag es. Und was machst du dann? Was machst du in diesem Moment? Ich meine, du gehst ja nicht aus der Praxis raus, trittst du die Tür auf. Leute, der Hammer. Da. Nee. Machst du nicht. Alle Männer rein, da gibt's Gutscheine, da gibt's Spaß. Glaub mir. Machst du nicht. Was machst du? Was, wenn du sagst, ich will das unbedingt noch machen? Was machst du da? Ich meine, du kannst nicht jede Woche zur Untersuchung gehen. Das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Doch, doch, gucken Sie noch mal. Sie müssen, ich glaube, wenn Sie ein bisschen tiefer, da ist noch was. Da ist, dann gucken Sie halt mit zwei Fingern. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, aber was ist vor allen Dingen, wenn du in der du willst es wieder haben. Du lebst in einer Beziehung, weißt du, du hast eine langjährige Beziehung. Das kann schnell, das ist eine Gratwanderung. Wenn du hingehst, Schatz, ich habe da was Neues, wir machen das genau so. Dann sagt sie, bah, ganze Beziehung im Arsch. Also kaputt. Und dann ich hatte eine Beziehung, wir waren 8 Jahre zusammen. Es wäre schwer, also ich kann da nicht hingehen und sagen, mach das. Du musst es umspielen, so wie, Schatz, ich habe Lust auf was Neues. Was meinst du? Ja, weiß nicht, sowas wie Doktorspiele, du könntest Proktologe sein, nur eine Idee. Du kannst auch was komplett anderes sein, aber ich glaube, das wäre schon ganz gut, ich bück mich schon mal.
Kannst du nicht machen. Aber also so geht's. Wenn du es umschreibst, geht's. Aber direkt ins Gesicht sagen, mach das bitte, das geht nicht. Und ich weiß, wovon ich rede, ich bin ja jetzt Single. Vielen, vielen Dank.